בשלוש. Also wir haben drei Stationen heute gemacht. Wir haben angefangen in Merzenich, im Ort, der knappe 10 Kilometer vom Tagebau Hambach entfernt ist, wo man gar nicht erwartet, dass ein Ort so viele Bergschäden hat. Dass also die Braunkohle, anders als die Steinkohle, diese Schäden in so einer großen Entfernung verursacht. Wir waren völlig überrascht, dass da fast 50 Bürger und Bürgerinnen auf uns warteten, um uns ihre Häuser zu zeigen, die Schäden zu zeigen, wie viel da passiert ist. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, im Grunde ist eigentlich der ganze Bereich betroffen. Und das, da hat RWE eine andere Einstellung. RWE entschädigt dann bei dem, wo eine Stufe ist, und bei dem Haus daneben sagen die, nee, sie haben Glück gehabt. Na, sie stehen daneben. Na, da werden aber diese Prozesse im Boden einfach nicht genug beleuchtet. Ne? Danach haben wir das größte Solarkraftwerk Nordrhein-Westfalens besichtigt, direkt neben dem Braunkohlekraftwerk Weißweiler. Wir haben dabei einen Blick über den Tagebau Inden gehabt, ganz oben aus dem Indemann. Und alle, die mutig und tapfer sind, sind mit uns das Gerüst hochgekrabbelt. Und es ist schon beeindruckend, ein Solarkraftwerk 4 MW auf einer ehemaligen Mülldeponie, das jetzt von den lokalen Stadtwerken errichtet wurde. Das war toll. Und unser dritter Termin heute hat uns an die Ruhr geführt, die Eifelruhr ohne H. Ein wunderschöner Fluss, der oben aus den großen Stauseen aus dem Nationalpark kommt. Und bei dem wir hier an einem Wehr in Linnich sind, was die Bürger und Bürgerinnen unbedingt erhalten wollen. Mehr als 5000 Unterschriften sind dafür gesammelt worden. Und hier gibt es einen Mann, der jetzt seit 10 Jahren sich bemüht, eine Genehmigung für eine Wasserkraftanlage zu bekommen. Und wir haben gerade festgestellt, Oliver Krischer und ich, vor 9 Jahren waren wir das letzte Mal hier und haben versucht, ihn zu unterstützen bei der Genehmigung. Wir machen jetzt nochmal einen Anlauf, weil Wasserkrafttechnik viel besser geworden ist. Und auch hier waren eine ganze Reihe von Bürgerinnen und Bürgern, die uns darum gebeten haben, das zu unterstützen, weil sie das Wehr erhalten wollen und gerne eine Wasserkraft hier wollen, wie im Übrigen auch der Rat, der das einstimmig möchte. Also, Fazit, ein toller Tag, nicht nur das Wetter toll, nicht nur die Begleitung toll, viele Bürgerinnen und Bürger und drei spannende Themen aus dem Rheinischen Revier.